Der Koalitionsunterhändler für die CDU, Jens Spahn, hat nun signalisiert, seine Partei sei bereit, beim Thema Familiennachzug sogenannter Flüchtlinge auf die Grünen zuzugehen. Was haben wir da zu erwarten? Also es ist davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren, sollte Jamaika Realität werden, mehrere Millionen Flüchtlinge über den Familiennachzug nach Deutschland kommen werden. Die derzeitige bayerische Wirtschaftsministerin Ilse Aigner hat vor etwa 2 Jahren gesagt, dass realistisch davon auszugehen ist, dass etwa 7 Millionen Menschen über den Familiennachzug nach Deutschland kommen könnten. Also die Völkerwanderung, die wir 2015 erlebt haben, würde dadurch bei weitem in den Schatten gestellt werden. Und die NPD vertritt hier die ganz klare Position, dass Asyl- und auch Flüchtlingsstatus nur zeitweilige und einzelfallbezogene Rechte sein sollten. Eine Integration ist also nicht erforderlich. Wir sind aber eine familienbewusste Partei und verstehen die Motivation, die Familien wieder zusammenzuführen. Das sollte aber in der Heimat passieren. Die Syrer werden in Syrien wieder gebraucht. Syrien ist weitgehend befreit. Die Syrer können wieder in ihr Heimatland zurückkehren. Wir brauchen sie hier nicht. In der Berichterstattung zu den Koalitionsgesprächen ist viel von einem Einwanderungsgesetz die Rede. Viele Bürger werden sich darunter vermutlich eine Begrenzung und Steuerung der Einwanderung bzw. eine Bekämpfung illegaler Einwanderung vorstellen. Wie schätzt die NPD das ein? Das, was die Grünen und die SPD seit vielen Jahren machen, ihre Strategie durch Massenzuwanderung und Masseneinbürgerung Wähler zu gewinnen, will die CDU ganz offensichtlich auch kopieren. Wir als NPD halten das für eine ganz große Gefahr, jetzt noch ein Einwanderungsgesetz zu schaffen. Das würde nämlich aus Deutschland genauso wie USA, Australien und Kanada ein Einwanderungsland machen. Wir vertreten aber die Position, dass wir schon jetzt fast 18 Millionen Fremde in Deutschland haben. Das Boot ist längst voll. Eine weitere Massenzuwanderung nach Deutschland darf und sollte nicht stattfinden. Wir sollten stattdessen die bestehenden Gesetze, Asylrecht, wie es derzeit besteht, anwenden und abgelehnte Asylbewerber konsequent wieder in die Heimat zurückschicken. Wir brauchen keine weitere Massenzuwanderung nach Deutschland.